crap, Sockalogus time. Wir sind wieder da. Jetzt gucken wir doch mal, wo das tolle Mineralvorkommen ist. Ist das direkt hier vorne? Hier ist auf alle Fälle eine 1. Liefert Elementarenergie oft in der Nähe von Refugien, ja. Ach, wir müssen zum roten Ausrufezeichen. Dann gehen wir doch mal zum roten Ausrufezeichen. Wo ist das denn? Da vorne ist das. So, dann begeben wir uns doch mal zum tollen Vorkommen. Und wehe, das ist jetzt irgendeine langweilige Kacke, die uns hier erwartet. Dann bin ich aber sauer. Jetzt ist es da hinten. Was ist... wieso müssen wir uns... Hä? Wieso müssen wir jetzt ständig neu laufen? Wieso kann das nicht einfach da mal der Ort sein, wo wir... Echt angenehm bekommen? Es ist super Gladiolus. Ja, stimmt. Mega angenehm hier in den Bergen alleine, wo man jeden Augenblick geraped werden könnte. Achso, müssen wir da... Ah, hier müssen wir dran. Was für eine hübsche Farbe. Okay, ich verstehe. Silberstaub. Oh, dammit! Sag mal, müssen wir da hin? Der Vogel ist groß. Ja, dann wecken wir ihn mal nicht auf, ne? Dann gucken wir mal, dass wir stehen bleiben. Der ist ganz schön riesig. Ah! Okay, das war laut. Okay, leise. Wir müssen das leise machen. Nein, nein. Alles gut. Ruhig. Still bleiben. Der hat nur ganz wenig bedrohliche Zähne. Alles gut. Guck mal, da vorne ist doch der Aschehaufen. Da gehen wir jetzt hin. Ihn lassen wir einfach stehen. Süßes, kleines Truthähnchen. Alles gut. Der Noctis, der schleicht sich mal an dir vorbei. Die Jungs auch alle sehr unauffällig. Denn man ist deutlich leiser, wenn man zu viert an ihm vorbeischleicht, als wenn nur einer gegangen wäre. Die nur den Rohedelstein geben. Alles klar. Kriegen wir hin. Ja, dann lass mich doch mal durch hier. Hallo. Och, ihr seid echt ätzend, Jungs. Ihr seid wirklich ätzend. Kommen wir irgendwie weg? Ohne, dass wir jetzt unser Leben riskieren hier? Ist das... Sieht das nach einem safe Sprung aus? Ja, ne? Gar kein Problem. Ja, NP. So. Hat doch super funktioniert. Okay, der Vogel ist vielleicht eventuell ein ganz klein bisschen wach geworden. Aber nur ganz klein, egal, vielleicht eventuell ein bisschen. Von daher, wir gehen einfach. Lülülülülü. Ich weiß gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, der hat uns doch gar nicht gesehen. Ja, zum Glück. So. Wir gehen jetzt schön zur Seite, tun einfach so, als wenn nichts geschehen wäre und gehen wieder zurück zu unserem Auto. Dann kann eigentlich gar nichts passieren. So, wo ist denn unser Auto hin? Das war doch eben hier vorne, oder? Ja, da ist es doch. Da sehe ich es doch. Den weißen Sportflitzer. Den übersehe ich doch nicht. Dieses wunderschöne Stück Auto. Ah, herrlich. So, einsteigen bitte. Und zwar möchte ich gerne automatische Fahrt fortsetzen. Lass und möchte liegen. Wieder zurückfahren. Okay. Nee, als ob ich was liegen lasse, bist du wahnsinnig. Dann werden wir mal schön zu Dino zurückfahren und geben ihm mal den Edelstein. Erzähl ihm mal, dass ein fucking riesiger Vogel auf uns gewartet hat, der uns umbringen wollte. Was ist das eigentlich für ein Vogel? So ein diebischer Elster in viel zu groß geraten, die da so einen Diamanten behält. Es ist so, weißt du, so, hey, komm, wir holen Stein, was soll passieren? Das ist ein roher Diamant, mein Gott, ein roher Diamant, was soll er schon großartig sein? Und das ist der riesigste Kackvogel der Welt, der einen da angreift. Wer weiß, was da noch kommt. Weil was mir bisher so ein bisschen fehlt, sind Bosskämpfe oder generell Dinge, die passieren. Also im Sinne von mal so ein bisschen Action. Also Autofahren ist gut und schön, das macht mir schon Spaß. Aber irgendwie so richtig... So, der Pep fehlt mir noch. Oder Final Fantasy 15 ist einfach sehr entspannt. Was haben wir hier noch so für... Oh, guck mal. Wunderschöne Hände. Wunderschön. Oh, hier, guck mal. Point of View Ignis. Oh, meine Güte. Ist das nicht schön? Ja, Freunde, ich beantworte es für euch. Das ist schön. Da vorne sitzt der Waffenmann. Der Waffenmann sitzt da mit seinem... Wagen. Wir sind da. Wir sind da, Freunde. Ach, endlich. Dann gehen wir doch jetzt mal schon zum kleinen Journalistenschweinchen und geben ihm den dummen Stein, den er braucht für seinen Zweitjob. Was auch immer für einen Journalist für seinen Zweitjob Steine braucht. Scheint ein ziemlich erfolgloser Journalist zu sein, wenn er Steine sammelt.
Oh, guck mal, ein verlieftes Pärchen. Hoi, guck mal, ich mach dich nass. Hihihi. Bitte lass das. Nein, ich mach dich nass. Jetzt mach ich dich nass. Nein, ich mach dich mehr nass. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein, Frau. Es legen wirklich keine Schiffe ab. Weißt du auch warum? Weil ich bin Noctis. Und mir werden immer irgendwelche Steine in den Weg geworfen, damit es nicht funktioniert. Ich bin einfach... Mein Leben ist scheiße. Hallo, Angestellter. Mein Name ist Noctis. Schön, dich kennenzulernen. Wollen wir hier übernachten? Nein. Mir ist natürlich auch das Zelt recht. Ja, behalt das Zelt, Gladiolus. Das ist so teuer hier. 1000 Gil. 1000. Weißt du, wie teuer das ist? Das ist wirklich, das ist grauenhaft teuer. So, hier. Hier ist ein dummer Stein. Ja. Nimm und sei ruhig. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Natürlich tust du das. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Ich bin Journalist, / Accessoireladenbesitzer. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Super, vielen Dank, Dino. Der Schildtyp hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. So nämlich. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Der Deal mit Dino. In Zimmer investieren, wo so, wir schon hier Dino um die Überfahrt bitten. Ja, jetzt Hallo. Hört auf zu reden. Hallo, Frau! Was eure reden. Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Am Ball? Das bin ich euch schuldig. Natürlich bist du das. Ist echt klasse. Das freut Sieht mich. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass Dino, dieser windige Kerl sein gute Nachrichten. Hält. Ich bin Na, soweit. Habt ihr schon gepackt? Ja, haben wir. Yes. Mensch, seid ihr ich möchte nicht mehr umkehren. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Okay, dann gehen wir halt eine Runde schlafen im Hotel. Meine Güte. Ab ins Bett. Ab ins Bett, meine lieben Freunde. Ah. Schwarzer Bildschirm. Es wird Nacht. So, jetzt die Bilanz ist überall ERD. Oh, guck mal, 20, 23, 32. Da können wir doch eventuell wieder ein bisschen leveln, oder? Gucken wir gleich mal. Da gibt es jetzt noch ein paar Fotos, die gemacht wurden. Oh, hier, guck mal, sexy, hexy. Geil, das möchte ich speichern. Ja, bitte, speicher das. Oh. Oh, hallo, Bubis. Also das sind die Fotos, die ich gespeichert habe. Okay, weiter. Los jetzt. Oh, jetzt bin ich auch schon ganz müde, wenn ich das hier spiele. Meine Güte. Final Fantasy 15. Der Spaß für die ganze Familie. Übrigens an dieser Stelle Shoutouts an den lieben Musician, der im Zokolores Discord rumgegangen hat. Übrigens ein kleiner Tipp für euch, der Zokolores Discord ist jetzt offen für alle. Oh, König des Insomnia. Und da ist der Musician drin. Und der hat mich gefragt, warum hier Final Fantasy 15 gehatet wird. Und die Antwort lautet, weil es kitschige Kackscheiße ist. Okay, Feuer. König guckt hoch. Explosion. Vorsicht, Kanone. Es wird geschossen. Matrix-Style. Mauer legt sich über Stadt, die ich nicht kenne. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie die Szene bei den Simpsons, wenn die Glaskuppel runtergelassen wird. Nur mit mehr Dark Souls. Okay, er schießt auf ihn. Er schlägt drauf. Böser Ritter. Mehr Schwerter. Versucht auszuweichen. Klappt nicht. Er haut nochmal drauf. Kassiert. Kriegt den Uppercut. Fliegt weg. Riesiges Dino-Schädel. Knochenmonster. Yu-Gi-Oh! Dämon. Wie hieß denn der von Yu-Gi-Oh! Der Dämon? Der Totenkopf. Der Dämon. Wie hieß der? Dämonenlord? Nee. Der hatte doch diesen Dämonenkrieger. Blitze. Tyrael aus Diablo. Vorsicht, Messerschnitz. Klong, klong, tot. Okay, war das eigentlich unser Papa, der jetzt gerade gestorben ist? Wenn ja, wäre das nicht so cool. Sagen wir mal so. Eine Palme. Jetzt geht's mir besser. Heute neu. Noctis. Oh, ich bin allein auf meinem Bett und schon wieder hat keine Frau mit mir geschlafen. Noct. Aber prompto. Wieso schlafen sie denn sogar zusammen in einem Zimmer? Es ist ja die größte Bromance aller Zeiten. Guck mal, alle sind schon wach und warten nur darauf, wer Noctis noch schläft. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Wo war er denn? Das ist halt so, stell dir vor, du schläfst und alle sitzen da um dich herum und gucken dir zu.
Es ist ja grauenhaft. Oh, Achtung, Zeitung. Papa ist tot. Was ist? Papa ist tot. Halt dich fest. Noctis, setz dich lieber hin. Es steht auch in den Zeitungen. Es steht in den Zeitungen. Dass Papa tot ist. Insomnia. In Trümmern. Hä? Insomnia wurde angegriffen. Soll das ein Witz sein? Ich ja. Haha! Beruhig dich. Ich Prank! Ruhe selbst, Mann. Plötzlich kommt Aporett aus dem Schrank. Er sagt, Prank, Bruder. Es war nur ein Spaß. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Papa ist tot. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Noctis, wurde du musst, euch nicht gesagt, du musst ganz die stark sein. Gestern war. Das Warum hat Vater uns dann nach Altissia? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er wusste, aber dass die ganze Sache Gericht um Süden geht. Alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Lügenpresse! Fake News! Ja. Das ist die Gesellschaftskritik. Hoffentlich. Hier, Fake News. Die Mainstream-Medien machen Insomnia kaputt. Was wir sollten eine Mauer um Insomnia bauen. Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Wie unfassbar deep das ist. Das heißt, zurück nach Insomnia. So sind nämlich. Wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Darf ich jetzt entscheiden, wo ich hingehe? Das wäre schön. Markt. Oh, darf ich es entscheiden? Bitte. Bitte, 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 bitte. Wir gehen. Wohin? Nach Insomnia. Das finde ich geil. Das sieht so aus, als wenn jetzt in Insomnia auch mal Action ist. Ich kann auch diese Pampa hier nicht mehr sehen. Als die Freunde auf ihre Überfahrt nach Altissia warten, erreichten sie eine schreckliche Kunde. Die Hauptstadt soll gefallen sein. Der König ist tot. Aber ist es nicht Konjunktiv? Es soll gefallen sein. Der König ist tot. Soll es denn nicht sein, der König sei tot? So behaupten es zumindest die Nachrichten. Doch sind die Berichte wirklich wahr? Die vier beschließen zusammen mit ihrem Freund Donald nach Insomnia zurückzukehren, um sich mit eigenen Augen von den Fake News zu überzeugen. Das hättet ihr nicht gedacht, ne? Als ihr im letzten November Final Fantasy XV angefangen habt, dass das hier mal Gesellschaftskritik wird zum amerikanischen Präsidenten. Da waren die Japaner aber ein ganzes Stück weiter als wir. Das muss man ihnen mal lassen. Oh, es regnet. Ich merke doch die tiefe Message daran. Schlechte Vorboten nach Insomnia begeben. So, wir haben auch mal das Dach aufs Auto gemacht. Es geht allen gut. Ja klar geht's allen gut. Mach dir doch nicht solche Sorgen. Verlier nicht die Hoffnung. Was soll schon passiert sein? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Ja, echt, komm mal runter. Genug. Niflheim hat du hast doch deinen Vater noch dumm angeflaumt. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. So, Ignis. Schön erstmal die Hardfacts auf dem Tisch. Oh, oh. So wie der Waffenstillstand. Das sieht nach schlechter Zeit aus, die wir haben werden, wenn da oben die ganzen Alfschiffe von Melmac versuchen zu landen. Jetzt bin ich aber gespannt, was da los ist. Wieso gibt es denn jetzt Raumschiffe? Damit transportieren sie ME. Mission Impossible? Mission Impossible. Nein, sie transportieren Mission Impossible. Massenproduzierte Tötungsmaschinen. Oh, so wie ich. Geht er hin? Der Frieden. Und plötzlich ist alles scheiße in dieser Welt. Jetzt haben unsere Emo-Boys wenigstens einen Grund, richtig Emo zu sein. Oh, guck mal. 5 Autos, die da stehen, 6 Menschen und ein riesiger Roboter. Die Stadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ja, bitte. Bevor hier die ganzen Solaires kommen und mich angreifen, fahren wir lieber hier links lang. Das ist super unauffällig, wenn da die Straße zu ist. Dann nehme ich hier halt den Matschweg. Denn der ist nicht abgeriegelt. Da vorne ist halt die ganze Armee, aber hier ist alles gut. Der Seitengang, hey, alles cool. Die Armee ist halt nicht so weit. Die sind nicht so smart. Lasst sie. Ja, die brauchen ein bisschen, bis sie das raffen. Oh Gott, ey. Es ist schön hier. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Was soll passieren? Ich habe mein Teleportationsschwert. Da ist er. Da kann ja eigentlich nichts passieren, ne? Oh, die Mucke wird auch langsam bedrohlich hier, merkt er? Imperiale Soldaten. Oh, imperiale Soldaten. Ich habe vergessen, wie man kämpft seit dem letzten Mal. Hier, okay. Hier kämpft man, alles klar. Zack, zack.
Oh, oh, zack, 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 zack. Immer drauf da, immer drauf da. Aufwärts, immer rückwärts, nimmer. Zack, boom. Imperiale Soldaten müssen stürzen. Zack. Und drauf da, und drauf da, und drauf da. Okay, geil. Zack, und noch einen. Todesstoß, Todesstoß. Geil. Da, noch mehr. Boom. 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 Boom, 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 boom. Okay. Aber hier war doch noch einer, oder? Oder auch nicht? Ne, hier war keiner mehr. Dann geh doch mal weiter. Oh, hier geht doch mal die richtige Action los, sag ich euch, Freunde. Zack, 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 zack. Und weiter geht's. Dumm, dumm. Oh, hier. Der nächste Schütze. Boom, der Überraschungsangriff. Der Damage ist real. 104, 127. Zack, boom. Da geht er down. Und jetzt drauf da. Einfach drauf da, einfach drauf da. Komm, einfach nicht, einfach ignorieren. Einfach den Schmerz wegatmen. Oh, das sind ganz schön viele gerade. Ich sollte vielleicht mal zur Seite gehen. Regeneriert MP und LP. Ja, dann geh mal in Deckung. So. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal irgendwie den Sturm von Gladiolus machen. Komm. Do it. Do it. Oh Gott, was passiert hier? Geh in Deckung und regeneriere dich, Noctis. Oh, kritisch. Oh Gott, Noctis. No, 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 no. Ducken. Geh in Deckung. Prompto ist auch leider kurz vorm Abnippeln. Egal, Noctis wird geheilt. Da wird's auch geheilt, sehr gut. Ey, jetzt einfach drauf. Ich hab die Schnauze voll von euch. Kommt her, zack. So, und jetzt ruft er hier. Zack. Da werden doch mal die oh, Entschuldigung. Die Hiebe rausgeholt hier. Boom. Da muss halt mal das dicke Schwert her, wenn das kleine nicht reicht. Da muss einfach auch mal hier gezeigt werden, wo der Hammer hängt. Jetzt greif doch an, Noctis. Nein, kritisch. Ich geb dir kritisch. So, alles easy. Zack. So, wisst ihr was? Wie es weitergeht, erfahren wir beim nächsten Mal. Was wohl an der nächsten Ecke lauert, wird Noctis überleben? Das alles beim nächsten Mal. Ciao.